Der Webcontroller unten. Naja, so gehört sich das, ja. Was ich sagen wollte, ich muss mich ja hübsch machen hier für den Bürgermeister, ne? Also das ist ja klar, ne? Wer weiß, was ich. Vielleicht treffe ich den ja nicht mal ein, weil er nicht da ist oder was ist Ecke, keine Ahnung. Dann hatte ich wieder ein Freundschaftsangebot. Ich will auf die Seite gehen da. Die Seite ist nicht verfügbar. Also kann mir doch gleich stehen bleiben, oder? Wenn ich doch nicht mal auf sein Profil komme, obwohl er mein Freund sein möchte. Nö, also sowas interessiert mich doch nicht. Ne? Also, das ist, was habe ich denn hier schon wieder im Mund? Ein Haar. Ein Haar. So, die Sonne scheint. Bitte, ihr könnt euch überzeugen. Halt! Die Sonne scheint, das ist sehr gut. Weil, warum? Naja, ich gehe ja auch gleich. Warte mal, wie spät ist denn das? Halb neune. Muss natürlich noch mich hübsch machen. Ne? Wenn ich dann YouTube noch aussehe, dann gehe ich auch raus. Mit die Hunde, danach zum Bürgermeister. Und dann bin ich entweder totaler Boden zerstört. Nein, das kann sowieso nicht vorkommen. Weil es gibt ja noch andere Möglichkeiten, darf man ja nicht vergessen. Mr. Sound sorgt immer vor. Ne? Also, der passt da auf, nicht, dass er da überrascht wird und dann ins Bodenlose nichts fällt. Das ist die Lache vom Jochen. Ach, das ist widerlich, wenn man sowas nachmacht, ja. Ich mach das immer gar nicht. Aber ich habe festgestellt, ich mache nicht nur ihn nach. Ich mache noch viele andere nach. Wisst ihr nicht warum? Vielleicht ist es ja gemeint von mir, aber eigentlich ist es unbewusst. Das hängt wohl damit zusammen, dass ich die besonders schätze. Ja. Dass ich die halt sehr, sehr lieb habe. Ja. Daran liegt es wahrscheinlich. Ja, ganz genau eruiert habe ich das noch nicht. Aber es gibt einige, die ich sehr liebe. Ja, wenn ich an den Typen denke, der mir das scheiß Alu-Rohr rausgemacht hat, dann wird mir richtig schlecht. Den liebe ich wirklich. Ich weiß, dass der das nicht hören kann. Ja, das ist mir aber scheißegal. Ja, gib den. Basta. Ob es ihm nun gefällt oder nicht, das ist mir wurscht. Ja. Ja, ich bin eben so. Ja. Basta. Man muss mich schon nehmen, wie ich bin, oder man muss es lassen. Ja, man kann sich das aussuchen bei mir immer, genauso oft wie ich mit jemand umgehe, kann sich auch jeder aussuchen. Ja. Ja. Mann. Eigenlob stinkt, Bienenstein. Ist ja, ich bin gut drauf. Ich habe mich irgendwie komischerweise. Bin ja Skorpion, ne? Dürfte er ja nicht vergessen. Als Skorpion hat man Vorahnungen. Ja. Ja, und so weiter. Dann wird's weiter. Und meine Vorahnung ist ja, mal sehen. Egal, jetzt meine ich. Man soll ja manchmal nicht den Tag vor den Abend loben, ne? Ich lasse mich mal überraschen, wie es heute weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Jedenfalls scheint die Sonne, also die Laune kann mir nicht verdorben werden. Ja, das ist schon mal gut. Kann ja sowieso nicht, weil ich passe ja darauf auf. Kinder. Ich bin ja nicht so bekloppt wie andere. Ja. Und die da sich selbst belügen, ja, dazu gehöre ich ja nicht. Ich bin einer, der zu sich selber ehrlich ist, ja, und dadurch geht es mir auch gut, ne? Ja, wenn jeder zu sich selber ehrlich wäre, was meinst du, wie gut es der Welt gehen würde? Es würde keinen Hunger mehr geben und so weiter. Kein Krieg, keine Waffen und. Alles wäre schön, so wie der Bienenstein das haben will, nicht? Ja, aber er ist Realist, er weiß, was los ist auf der Welt. Ja? Und wenn ich da so an Obama denke, die da Kinder haben und dann so einen Scheiß labern, wird mir natürlich schlecht. Das ist doch ganz normal, da wird jedem schlecht. Ja, wenn man ehrlich ist. So, jetzt ist aber genug gequatscht. Okay, ich freue mich auf 11 Uhr. Bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. So geil.